Ein Rabe saß auf einem Baum und war gar dabei, ein Stück Käse zu verzehren, das er kurz zuvor gestohlen hatte. Vom Duft des Käses angelockt kam der Fuchs hinzu und überlegte, wie er dem Raben den Käse wegnehmen könne. Da verfiel er auf eine List und sprach: Herr Rabe, ich habe gehört, dass Sie ein so begnadeter Sänger sein sollt. In der Tat, ich will es nicht recht glauben. Könnt ihr mir nicht eine Kostprobe eurer herrlichen Stimme geben? Der Rabe, der nicht einsehen wollte, was daran wohl listig sei, schüttelte nur den Kopf. Da verfiel der Fuchs auf eine noch größere List und sprach: So ist es also wahr, dass ihr nur ein schauliches Gekrächze von euch geben könnt. Dieser Provokation konnte nur selbst der Rabe nicht widerstehen. Er öffnete den Schnabel, ließ den Käse fallen und begann wunderschön zu singen. Diesen wunderbaren Gesang hörte ein Musikagent, der zufällig des Weges kam. Er engagierte den Raben vom Fleck weg und heute ist dieser Rabe unter dem Namen Peter Alexander in der ganzen Welt berühmt. Und die Moral von der Geschichte: Wer Gold in der Kehle hat, soll ruhig den Schnabel aufmachen. Und wenn dabei der Käse rausfällt, dann macht das gar nichts.